Salve, Spectatores, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Attila mit dem Sven als Ostrom und dem Max als Westrom, der nun die Kavallerie steuern darf, um den Veneter auszulöschen. Ja, wir wollen eine weitere Horde ihr Ende bringen. Gut, die Sklaviner wurden nicht vernichtet, aber sie haben nur noch ein Schiff oder so und das sehe ich mal als vernichtet. Die sind ja jetzt bei dir irgendwo. Schön. Ja, wir haben mal gutes Wetter, kaum zu fassen. Ja, wir haben vorher schon gerätselt, bevor wir den Part gestartet haben, ob das damit zu tun hat, dass es uns jetzt besser geht oder dass es einfach nur Zufall ist. Ah, die Ruhe vor dem Sturm, Attila. Ja, ja, wir sind jetzt im Auge des Sturms sozusagen. Angriff! Ah, unterschätzt die. Wobei, die greift dich eh nicht an. Crunch. Ah, unterschätzt die nicht, die Kriegsbande. 16 Mann sind stärker als die 60, die du hast. Ich pass schon auf. Oh. Jetzt kommt Söldnerplünderer der Steppe. Diese Söldnerplünderer sind halt ziemlich stark. Ja, jetzt trollt er halt, ne? Befehl verstanden! Von dem Turm ist nichts mehr übrig! Oh, ja, er lässt dich nicht in Ruhe. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben! Das wird er jetzt die gleich Einheit bereuen. Hat sich gesammelt! Mal sehen. Pff, keiner stirbt, von dem du verlierst und verlierst, ey. Ist so ein Scheiß, dass diese Kriegsbande so mächtig ist. Die sehen eigentlich nicht wirklich anders aus als deine. Ja, Kommandant. Befehl verstanden. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Wie ihr befehlt. So, da habt ihr es, ihr Wichser. So, die sind ausgelöscht. Gut. Und jetzt kommt der General. Naja, das wird nicht mehr reichen für die Munition. So, ich habe die Kriegsbanden-Söldner, die Berittenen, über Zweck gecrunched. Sehr gut. Ja, ja, natürlich tut er das. Oh nein, wie bedrohlich. Angriff! Boah, du hast aber ordentlich verloren. Ja, die haben mich voll penetriert, die blöden Wichser. Diese berittenen Kriegsbanden-Söldner waren richtig lästig. Aber sie fliehen. Sieht gut aus. Oh, ihr sollt einfach in die Stadt, Sagittarii. Einfach in die Stadt. Okay, das ist machbar, ja? Das ist nicht schwer. Muss ich ein bisschen anstrengen. Na, jetzt verschießt er erstmal da. Oh ja, denn deine Kavallerie hat er jetzt da. So in dieser Route hier, sag ich mal. Na, okay, diese eine Kurve da nicht. Die habe ich jetzt flieht komplett, bitte. Ja, der Turm nimmt dich auseinander. Das ist übrigens mein Turm. Ich weiß. Ja, weil das nicht komisch klingt. Mein Turm nimmt dich auseinander, obwohl wir eigentlich Verbündete sind. Das ist ja egal. Das sind ja auch deine Truppen, also nimmt er eigentlich dich auseinander. Selbstzerstörung initiiert. Angriff! Wir greifen an. Boah, sehr gut. Der General ist gleich der Erste, der in den Nahkampf geht. Pff, so ein Spast! Sehr schön. Und ich hab noch genug. Ja, jetzt lässt er dich da, jetzt lässt er meine Legio da in Ruhe. Hm, schick die schon mal rum. Ah, links rum. Oder? Ja doch. Das sind Pikiniere. Die Sagittarii schicke ich da. Nein, ihr sollt da, da, mit Shift, da und da hin. Na? Kriegt ihr das hin? Ja, ne Mensch. Nein, Equites, was tut ihr? Was schießt er auf dich? Ach so, der hat noch Bogenschützen, okay. Der hat viel zu viele Einheiten.
Alter, der nimmt mich voll auseinander. Ja, ein Bataillon Kavallerie ist einfach zu wenig. Oh, natürlich brennt die Stadt jetzt. Unsere Männer zögern. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Das gefällt mir nicht. Ja, nur wegen diesen Söldnerbriganten. Diesen Berittenen. Arschkrampen, echt. Okay, dann nimmt mein General auseinander. Alter Legio, schafft ihr es jetzt mal, die Steinschleuderer zu erledigen? Oder seid ihr Palatiner? Ihr seid keine Palatinerwachen. Diese Pikiniere sind so stark in der Front, im frontalen Kampf. Ja, ist ja klar. Und nur da. Ja, eben nur da. Oh, pass auf, du kriegst gleich Gesellschaft von hinten. Ja, aber bis dahin wird das ja wohl mal hier, ne, erledigt sein. Hm. Oh, es sind Steinschleuderer. Jetzt, oh, na geht's auch. Komplett, komplett jetzt. Er dreht eh um. Okay. Aha. Wow. Boah, dem einen ist der Bolzen voll in den Kopf rein. Das sah irgendwie lustig aus jetzt. Ja. Wui, ups, da ist mein Speer entfleucht. Alter. Jo, Legio. Ich freue mich schon auf Legio Comitatensis. Es dauert noch eine Runde, wenn ich mich recht entsinne. Na, und die Sagittari ist ja auch noch hier. Und es sieht so aus, als wenn sie die gleich kriegen. Die Steinschleuderer. Komm. Ey, die joggen da ja nur gemütlich vor sich hin. Sag mal, ist der sein General jetzt mal langsam tot? Ihr General ist tot. Jetzt. Ich würde mal sagen, das hat funktioniert. Läuft bei dir. Oh, pass auf, sie kommen. Germanische Kriegsbande. Chargé! Reicht das oder muss ich eingreifen? Du musst eingreifen, fürchte ich. Na, jetzt hat er Raserei, definitiv. Na, wobei. Ja, das war jetzt unnötig, aber okay. Nee. Jetzt werden sie nicht so schnell geflohen. Wow. Es flieht alles, bis auf die Fernkämpfer. Schick deine Legio weiter schnell, sie wird beschossen. Achso, oh. Na, lauft, lauft aus dem Pfeilhagel, ja. Na, okay, ein paar haben getroffen, aber der Rest nicht. Der nimmt mich jetzt, der nimmt die Stadt jetzt nicht nur mit Fernkämpfern. Ohne Scheiß, das ist mir sogar schon mal passiert. Ja, aber die wanken eigentlich alle. Also wenn du sie jetzt in den Kessel nimmst, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Er darf halt nicht mehr plänkeln können. Er muss jetzt ständig in Bewegung sein. Und die Sagittari leisten auch echt gute Arbeit. Wow. Na, Sagittari sind nicht so scheiße. Die Männer wanken. Die Männer schwanken. Ja, ist klar, halt die Fresse, Mann. So. Auf deiner Stirn steht... Okay, lassen wir das. Hurensohn. Man, die Lego kriegt's nicht hin, einfach weiter zu. Man, diese Wegfindung in dem Teil, ey, das ist so... Oder allgemein in Total War schon immer, das ist so kacke. So, aber der Rest geht, glaube ich, im schnellen Durchlauf. Ja, hast recht. Lead ID. Nee, Epic Sex, gell, warte. Dim. Dim, dim. Knappe Niederlage, unser General. Ja, genau. Lololololol. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Nein, unsere Männer das haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Ernsthaft. Ernsthaft. Ja, 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 ja. Oh. Der Tag gehört euch. Ich würde gerne hinterher, aber... Ja, naja, doch, mach, mach. Bisschen. So viel wie geht, so viel wie geht halt. Ja, wobei die Sagittari, die müsste eigentlich einiges noch erwischen, aber die anderen nicht. Seien sie vergeigen es wieder mit der Wegfindung. Wie gerade im Moment, ja. Haben die gerade ernsthaft? Ja. Alter, die sind noch nicht tot. Die Sagittari sprinten nicht, ne? Ja, weil sie das wieder abgebrochen haben, weil sie denken, das Haus hat so eine magische Wirkung, dass sie nicht mehr sprinten dürfen. Diese Schlangenlinie, die sich da zieht. Kuchen, Kuchen!
Eine Biene. Kuchen. Biene. Ah, der Turm leistet jetzt Arbeit. Ja, schießt halt nur daneben. Zündet der wahrscheinlich eh gleich wieder deine Stadt an. Ja, und dann ist die Moral so tief, dass alles flieht von mir und dann ist die knappe Niederlage da. Ohlalalalal. Ist sie so tief, dass sie fiktiv ist. Oh. Urheber. Nein. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Mach mal schnell einen Vorlauf, Junge, wir haben Zeitlimit. Hab ich schon. Ja, ich steig mal in den Scheißwagen jetzt, Junge. Junge. Bestes. Wenn euch eine Schwuchtel auf den Sack geht, Leute, sagt ihr einfach, dass wir ein Zeitlimit haben und dass sie in den Scheißwagen steigen soll. So werdet ihr diese Person los. Word. Jetzt die Sagittari soll mal Gas geben hier. Wie die laufen, wie das aussieht. Das finde ich bei den Matiari so cool, weil die haben ja noch diese schnelle Fortbewegung. Die werden dann richtig schnell, wenn du das dann noch aktivierst. Die eignen sich echt gut, um Infanterie zu verfolgen, wenn man keine Kavallerie hat. Ich muss jetzt echt mal Ställe bauen, dass ich jetzt endlich mal... Kundschafter Equites ausbilden kann. Nein, ich bitte gleich weiter. Ich kann auch schon Kataphractarii noch nicht, aber irgendwas kann ich schon ausbilden. Ich glaube Equites Dalmatai. Nein, und Kundschafter Equites. Und dann kannst du dann Equites Dalmatai und Kontari ausbilden. Und dann kommt noch so eine komische Kavalleriegarde. Und dann war es das. Komis. Nee, nicht Komis. Scolae Gentiles, glaube ich. Nee, Palatine. Genau. Es wird nichts mehr. Ah, wir haben es versucht. Aber sieht gut aus. Der Siegebut ist tot. Die Macht der Eichel ist gefallen. Ich glaube, er wird sich jetzt noch mehr Steinschleuder aufnehmen. So ein Glück. Ich glaube, die nächste Armee, die angreift, besteht nur noch aus Steinschleuderern. Ja, und dem General. Ja. Der erste auch Steinschleuder. Ja, genau. Die Leibwache des Generals ist Steinschleuderer. Snagaskirmisch. Snagas. Ja, nur die Steinschleuderer haben überlebt. Alter, ich hab 10.000. Wo hab ich 10.000 her? Oh, was willst du? Ja, der Arminia greift auch an. Der hat jetzt seine Chance gewittert. Das sieht schlecht aus. Aber wir müssen das schaffen. Ja. Ganz wenig nur. Ist quasi nichts existent. Oh, ey, Mann, verpiss dich nach Novaya Trajana Bostra, Mann. Oh, was sucht der überhaupt hier? Wie ist der überhaupt hierher gekommen? Das habe ich mich bei den ganzen anderen Fraktionen auch gefragt, die auf einmal bei mir in Italien aufgetaucht sind. Wie zum Beispiel der Mazunisch und was war noch da? Alles. Alles Mögliche. Ich glaube, der Arminia war auch einmal bei mir mit einer Armee. Diese Armee, kannst du dich noch an die Schlacht um Sinope erinnern, wo der nur mit armenischen Speerträgern angegriffen hat? Das ist diese Armee. Das ist der Rest davon. Der Anfang heißt sie. Ja. Willst du mich verarschen? Dann beenden wir es. Ich hätte mir Fortbildung holen sollen. Scheiße. Ja, und kaum haben wir über das Wetter gesprochen, ne? Immerhin regnet es nicht. Es ist nur spät. Wie ich das sehe. Ich habe quasi nur Sagittari und quasi nur einmal Legio, also das könnte sehr interessant. Er greift auch nur aus einer Richtung an. Das könnte unser Vorteil sein. Das heißt, zwei Aufgänge sollten verteidigt werden, auf jeden Fall. Die Frage ist, wo tust du die Barrikade hin? Da habe ich sie schon hingetan. Und die Kavallerie geht wieder an dich. Wow, 9 Reiter. Und das auch. Gut, das... Du bist mir ernsthaft dein General. Der ist ja nicht wichtig. Steht bereit. Defensive Schildkröte. Palatinerwachen hätte ich eh behalten und sie natürlich taktisch sinnvoll hier aufgestellt, damit sie ihre volle Kraft entfalten. Position halten! Bereit? Oh. Tja. Bereit, willig und fähig. Ich bin glücklich, Rom zu dienen. Ja. In diesem Fall Ostrom. Somit, was kommt der denn über? Oh nein, diese Wüstenlegionäre. Ich kann mich noch erinnern, wie die damals getrollt haben. Die Söldner der abtrünnigen Wüstenlegionäre, nein. Und vor allem sehen die scheiße aus in den Farben.
Naja, alles sieht scheiße aus von römischen Einheiten, wenn es nicht Rom ist. Er kommt auch nur in die Richtung, ist ja klar. Der hat ja nicht viel. Nee, oh, das andere. Oh, das dachte er gerade. Nein, nicht plänkeln. Nein! Mann, was macht ihr da? Alter, ihr seid so hart, gell? Wisst ihr das eigentlich? Vergiss genau einen Schuss nicht. Ja, hab ich gerade gemacht. Hallo! Wisst ihr, habt ihr vergessen, wie man den Bogen spannt oder was? Hast du es noch nicht gespannt? Alter! Sind die irgendwie gay? Die Barrikade! Hallo! Ihr sollt da raufgehen! Nein. Hast du vielleicht einen Plänkelmodus an? Er war vorhin an, ja. Was schießt ihr überhaupt? Oder sieht ja, das ja. Nicht eh aus? Wie sieht's mit der Dingens aus, mit der Barrikade? Passt. Sein General, der macht hier gerade Shopping-Tour. Na, wie viel halten die aus, ey? Du darfst nicht anvisieren. Ansonsten laufen die weg. Achso, ja, das war jetzt gewollt. Achso. Ich glaube, hier müssen wir mit Dingens arbeiten, mit den Signalpfeilen. Aber schieß damit nicht über deine eigenen Leute hinweg, ne? Das ist tödlich. Okay. Ah, das krieg ich schon irgendwie hin. Ach, die Barrikade ist schon zerstört. Willst du mich verarschen? So, jetzt geht's eigentlich nur darum, dass du von der anderen Seite kommst, weil bei dir kommt ja nichts. Logischerweise. Also, ihr macht jetzt den Senkrechtschuss. Oder nee. Ihr könnt auch auf den General feuern. Wow, null Leute. Ist gestorben. Ja. Naja, charge jetzt primär in seine eigenen. Oh, Speed. Du hast nur noch sehr wenig, aber das sollte für einen Moraleffekt ausreichen. Los, Kundschaft der Equites. Ja, alles was geht, ne? Ja, die schicke ich vor, weil die werden sowieso gleich sterben. Killen die überhaupt was? Ich kann doch immer einen eigenen, oder? Auch. Oder? Angriff! Equites Kundschafter! Ja. Immerhin. Immerhin. Okay, sie sind verkeilt, die brauche ich jetzt nicht mehr rausziehen. Jetzt fliehen sie und reißen alles mit. Für den Ruhm Gottes! Wie viel die haben! Oh, ich glaube, du wirst zu spät ankommen. Die wanken. Was, wer wankt? Na, mitgenommen heißt fast wanken. Aktiv. Oh, das ist so unnötig. Das ist so verfickt unnötig. Aber wie der Armenier genau darauf gewartet hat. Du, und vorher sagst du noch so, ja, was will denn der mit dieser scheiß Armee da? Ja. Wenn die gar nicht so vollständig wäre, hätte ich das wahrscheinlich sogar automatisch regeln können. Weißt du, hast die Kavallerie gerettet? Was? Aha. Ich habe sogar nicht mal einen einzigen Reiter verloren. Wie findest du denn das? Ja. Ja, langsam wird's Zeit, weil das war's gleich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dieser General, wenn der nicht stirbt. Vor allem der erstmal wieder so ein, keine Ahnung, warum der so gut gelevelt ist. Der hat wahrscheinlich wieder irgendwas gemacht die ganze Zeit. So, jetzt geht's darum. Muss ganz schnell gehen jetzt. Der General ist zu gut. Ehre! Das bringt nichts. Der Feind zielt auf unseren General ab! Beschützt ihn! Ha, Angriff! Los! Oh Mann. Das
Sandwich! Boah, diese Schlacht ist so verfickt unnötig. Der reißt das wahrscheinlich nieder, wenn er das gewinnt. Irgendwas erobert die Piazza, okay. Achso, das Pferd wieder, was da durchläuft. Ja, von dem General. Ich hasse diese armenischen Speerträger, die sind so zäh wie Leder. Der Kampf verläuft nicht länger zu. Die sterben auch nicht, die sterben einfach nicht. Die Hopliten, die sterben auch fast nicht. Ey, das ist so ein Scheiß. Es hat leider nicht ausgereicht, das Sandwich. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Jetzt bin ich ja gespannt, was er macht. Ja, was er macht und was er nicht macht, das müssen wir aufs nächste Mal verschieben, denn wir sind leider schon wieder am Ende. Wir hoffen, ihr seid wieder mit am Start. Euer Sven. Und euer Max. Ciao, Leute. Ciao.